Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf 70D. Ich habe hier ein bisschen mal was gemacht, überall Schießscharten hingebaut. Dichter am Zombie. Da habe ich hier eine Tür durchbrochen, muss auch noch eine Tür einbauen. Hier das gleiche, der Ecke und der Ecke und der Ecke. Hier muss ich noch zumachen. Am besten mit Gitter, falls sie unten einbrechen. So, aktuell haben wir Ruhe, keine da. Ansonsten gehen wir jetzt mal schon mal schön los. Ich habe festgestellt, Benzin ist eine gute Sache und Autos enthalten viel, ja, Messingkühler. Und diese sind entsprechend für uns ideal, um entsprechend für Munition. Und dann werden wir losziehen. Ich habe da hier im Forstbereich noch ein schönes, ja, paar Autos gesehen und einen Haufen, die holen wir uns jetzt. Heute ist Tag 30. Wir haben jetzt einen Rhythmus von 7 Tagen mit alles sicher? Mal aufpassen hier. 1 oder 2 kriegen wir kontrolliert, aber dann sind 7, 18 wird schon schwierig, ne? So, da fahren wir an Frostgebiet. Das heißt geradeaus zu, da parken Autos. Ach, die holen wir uns jetzt mal schnell. Also ich habe schon unter 11 Uhr, also rund um 12 Uhr müsste wieder Flieger kommen mit ein paar, ja, Vorräten. Dann können wir sehen, was wir kriegen. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere, was wir brauchen können. Wir müssen aber ein bisschen was tun, ne? Eine Stahlschaufel wäre nicht schlecht für, ja, für den Graben ziehen. Na, hier ist kalt, das ist nicht gut. Aber gut, wir müssen mal sehen. Hier sind die Autos dicht bei. So, hier vorne erste, da hinten der nächste. Gleich mal das gute Stück nach unten holen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich habe ein bisschen Steine gefördert und Kohle und Erz. Und ich will sehen, dass ich mir die zweite Schmiede in Gang kriege, dass wir mehr Zement herstellen können. So. Kurzerhand mal kurz zugeschlagen, ne? Häuser gehen wir noch nicht rein. Heute ist richtig, wenn wir ganz hinkriegen. Dann können wir nachts ein bisschen Erz fördern. Und hier sind so viele Autos. Können wir ein bisschen Erz fördern und dergleichen. Wir brauchen noch ein bisschen was. So, wir kriegen keinen Besuch. Die Benzin ist aber nicht. So, den noch schnell. Oh, da stehen noch mehrere da. Leere, ja, den nehmen wir mit. Dann bauen wir etliches hier ab und dann können wir sehen, dass wir hier ein bisschen was gebaut kriegen. Jetzt haben wir schon 11:30 Uhr. Halt, okay. Ein bisschen schneller als sonst. Sonst haben wir immer für den Tag 120 gehabt. Jetzt ist Standardprinzip. Und da mal sehen, dann wir klarkommen. Wir müssen noch den Graben ziehen. Ganz wichtig. Der Kram ist wichtig. Damit sie nicht gleich einbrechen können. Ne? Also ich wollte ungefähr 3 Felder vom Haus weggehen. Da wollte ich dann anfangen. Ein Graben ziehen. 2 breit mindestens. Zum Haus aber auch Dings nehmen, ne? Also Steine hinbauen, dass sie nicht gleich ins Leben reingehen können, ne? Aber erst
Mein Bruder hat Hunger, ja, der hat Hunger, ja, gib mal was. Der Flieger kommt bald. Wir haben ein bisschen Reserve im Haus. Ich habe nämlich gerade etliche Bären gegessen. Oh, sehr, sehr nahrhaft. Ja, man kann ja sich doch ein Dummy essen mit Dingern. Hier ist kalt. Dein Auto? Entschuldige. Ja, böser Junge. Brauchst du doch nicht mehr. So, gut. Müssten wir genug haben, ne? Was haben wir jetzt? Ah, die Benzin, da ist noch ein Auto. Wo muss gleich? 12 kommt der andere Flieger und dann gleich sehen, dass wir was kriegen. Ne? Dann noch ein Auto. Noch zwei. Den behalten wir mal im Auge. Unser Holzfäller hier. So, wie heißt der? Keine Ahnung. So, wir wollen gleich mal abwarten. Gefährlich nah. Da ist der Flieger da. Ein Zeichen. Bauschuss. Geradeaus zu. Wir so hinfahren können, ne? Ja, dann zu. Willst du mich umbringen? Not. Oh, hier ist Kohle. Vielleicht läuft das noch so ein Wildschwein über den Haufen hier, ne? So eine wilde Sau. Nehmen wir auch mit, ne? Oh, das ist neu. Oh, leider leer. Ah, mit viel Benzin können wir auch viel machen, ne? Leer. Leer. Oh. Gut. Hungrig und kalt, das ist ein schlechtes Zeichen. Hm, Knochen. Zwei Kühler haben wir erst. Naja, wir können Munition herstellen, ne? Dazu sagen, ne? Das ist. Das war eine Freude zu sehen, wenn man klickt und klickt macht hier, Munition. Ich möchte immer gerne leveln mit Abbauen. Und dann schauen wir das entsprechend und den viel Farmer gönnen können, ne? Lampe. Was schön wäre, wenn wir mal richtig Licht machen könnten, ne? Vor allen Dingen für draußen. Oh, da ist er Hunger, hat er Hunger. Vielleicht
sehen, dass wir nach dem Auto hier entsprechend gleich losziehen und dann uns was besorgen. Ne? Also noch sehen. So, und 7. Ne, I. Karte. Da. Also den Weg folgen. Aber wir fahren mal erstmal vorbei am Weg, also im Autos, ne? Weil sonst haben wir ein Problem und Hunger. So. Ein bisschen Gas, was Gas geben möglich ist. Schwierig, ne? Unser mit leeren Magen kommt nicht viel, ne? Ja, und Zombiefleisch gibt's hier nicht. Auf der Rücktour können wir noch ein paar Autos mitnehmen. Aber jetzt werden wir sehen, dass wir die Kiste finden. Vielleicht finden wir was Essbares bei. Ein paar Dosen hier. Da ist ein Hirsch. Oh, ein Reh. Da geht weg ab. Hier geht's weg ab und da wird die Kiste eng. So, wo haben wir die Kiste? In der Kälte hier. Oh, Wildschwein. Zum Glück sind die so im Großen und Ganzen harmlos. Ne? Nur, wenn du jetzt auf sie schießt, dann ist noch ein Hase. Die soll es doch irgendwo Hühner geben. Mal schauen, ich muss einen Huhn erledigen für die Aufgabe. Ah, hier. Da ist er. Oh, meine Rettung. Und gleich wieder weg. Wir wollen mit Wolf nichts zu tun haben. Nicht aktuell. Nicht unser altes Haus? Sieht so aus, ja fast. Nee, nee, doch. Doch, ja! Hier waren wir zu Hause. Hier, ja genau. Oh, können wir gleich besuchen und dann gucken, was wir essen können. Oh, ein bisschen aufwärmen, ne? Haha, genau. Jetzt essen wir mal gleich was. So, was haben wir hier schön? Eine Rindfleischportion, das ist 15. Verhungern, nein, wir verhungern heute nicht. Dann werden wir gleich noch was essen. Eine Dose. Ah, oh, das packen wir gleich ein bisschen. Schönen roten Tee. Der. So, was haben wir noch schönes? Wir haben Rohre leeren. Nee, nee, ist leider. Keine Ahnung. Nutzen wir mal gleich. Denn wir haben ja kaum Platz. Ne? So. Glas Honig. Das gibt auch noch ein bisschen was. Das nicht. Und essen. Zumindest ja essen. So. Pistole bauen. Und Bären, na gut, ich hab keinen Durchfall.
kommen nicht lange mit unserem Essen aus. Du bist beschäftigt, ja. Mit Essen. Sehr nah, diese Bären. Gut. Kühler haben wir noch. Oh, wir haben drei Stück, das ist gut. Schauen wir, unsere Kiste noch mit enthält. Die war ja mal drin. Oh, schöne Reifen. Benzin nehmen wir mit. Nitrat haben wir bei? Nö. Bisschen Baumsamen. Papier brauchen wir nicht unbedingt. Braucht dann auch nicht. Speer auch nicht. Katzen. Futter. Ich sag mal so zur Not. Bei dem Fliegen, ne? Ja, Kohle ja auch nicht unbedingt, das ist ja nicht notwendig. Hat sie heute nach? Die kann was nach, Junge, die kann was nach. Also hier, heute ist Tag 30. Nach 30 Tagen kommt was Neues. Nicht schlecht, ne? Die haben es eingebrochen. Ja, das ist alles, wir müssen zurück, ne? Holzfahren. So, dann mal zurück. Aber nicht geradeaus. Ist gefährlich. Aber rückwärts können wir ja mal ganz kurz mal die Autos durchsuchen. Wie haben wir sie überhaupt den Platz? Ne? Das können wir ja stacken. Ein bisschen gestärkt, ein bisschen was getrunken und so, ne? Dann können wir noch lange leveln heute. Ohne Kampf. Ah, da ist schon ein Auto. Die können wir ja nicht stehen lassen, ne? Hier wäre eine schöne Erzmine, hört mir glauben. Du. Aber gut, da ist mir ja zu weit weg. Das wäre nicht produktiv, wenn ich so sagen würde. Da muss er tiefgefroren sein. Nur ein Fertigkeitspunkt, das ist so wenig, Junge. Ich brauch mehr. Messing, direkt ist auch gut. Jetzt leben können. Ja, da
Aber auch die bessere Waffe. Also die, die ich da habe, ist die ist nicht so wirksam. Das ist so eine Büchse, die ist taugt nichts. Ne? Die, da habe ich mal ganz kurz gestern oder ja, was gestern? Ja, gestern glaube ich. Ja, das war leider sehr, sehr dürftig der Erfolg. Ne? Müssen wir mal schauen, ob wir das kriegen, ne? Jetzt fahren wir zurück. Werden sie noch stärken. Und dann schauen wir, sobald wir mit den Armen anfangen können. Die ersten Wutzdinge herstellen. Die müssen wir uns erstmal absichern. So. Das lassen wir jetzt liegen, wir haben nicht genug da. Wir lassen nur auch links liegen. Was ist da rechts? Wie das auftut. Keine Ahnung. Hier werden viele Autos. Ja, die nehmen wir natürlich mit, ne? Ist ja logisch. Wir haben ja erst drei. Da wären wir ja blöd im Link lassen würden. Bin schwer beladen. Mal ganz kurz das Fleisch mitnehmen oder beziehungsweise den Rest davon. Gut, leerer Müll. War mal ein Tier, keine Ahnung, was für eins. Ganz am Anfang habe ich die Autos mit der Axt zerlegt oder mit, ja, mit der Axt oder Feinaxt. Das war nicht so ideal. Die haben so wenig Benzin hier. Brauch mehr. Tonhülsen, ja, ist gut. Schon wieder Hunger. Das gibt's doch gar nicht. Eine große Rindfleischration. Eine dunkle Mayo oder Ding war. Viele Beeren. Oh nee. Da vorne sehe ich eine Beute. Das werden wir gleich holen. Mist. Beziehungsweise ein Tier fährt nicht so gut. Leere Dose. Kann man zumindest erlegen, ne? Gut, dann lassen wir das Auto stehen, wir holen mal den Hirsch. So, mal auf die 1 gehen. Waffe. Komm, hol Luft. Die Power. Oder kommst du nah? Dass er mal nachgeladen hat, ne? Gut, dann rennt er weg, dann müssen wir dichter angehen. Zum Fahrrad. Und das im Notfall lassen wir ihn auch links liegen. Ich muss jetzt hier rechts, ne?
Aber wenn er mir zu nahe kommt, muss ich ihn gleich erledigen, weil ich nicht laufen kann. Ich bin zu schwer beladen. So, auf zum Hirsch. Der will ja noch in der Nähe bleiben, ne? Und später, wenn wir hier mal herfahren, haben wir noch Autos zu holen. Wo ist der Hirsch? Wo ist der Dicke? Ey, mein Armbrot, wo bist du? Da ist ein Wildschwein. Police, da muss noch was sein normalerweise, ne? So. Oder war der Arm weg? So, schnell zerlegen. Das war mein Jagdmesser. Und hätten behalten können, glaube ich. So. Leicht ist wichtig. Leider sofort. Jetzt gucken, was ich noch entsorgen kann, also ich brauchen kann. Auch das Fleisch. Tierfett. Das Fleisch ist wichtig. Tierfett, Tierfett, hallo. Ich bin auch ein Massenmeister. Aber das löst hier wieder halt auf, das ist ein Problem. Gut. Tschüss. Hirsch? Ein Hirsch kann ich noch mitnehmen. Aber den sehe ich jetzt nicht. Und ein Schwein ist ein bisschen gefährlich, das ist immer so wehrhaft. So, auf zurück. Gas geben, Junge, Gas! Die werden auch langsam in der Zeit knapp. So. Und da sind wir gekommen. Oh, ein Hase, nee. Also unser Ding auf. Wenn ich von hier komme, gute Frage, ne? Oh, nee. Wir müssen in die andere Richtung fahren. Und wir müssen in die andere Richtung fahren. Das ist nämlich ganz schön böse. Ich kann mir da noch einen Hirsch. Hier haben wir auch mal irgendwann herfahren, Police, das muss heißen, hier muss was zu holen sein. Also waffenmäßig und so. Denke ich mal, muss noch einiges da sein. Ja, ein bisschen mit weiten Weg heute vor uns. Also jetzt ist 16 Uhr. Zeit mal schneller. Wir fahren mal jetzt nach Hause.
wenn unterwegs noch ein Hirsch über den Weg läuft oder ein anderes nutzbares Tier. Hase nicht gerade, aber eine Möglichkeit was Großes. Nachts werde ich mich ein bisschen beschäftigen mit Graben. Ja, und Graben. Und zwar weiter nach Erz und Kohle nicht. Blei habe ich mal heute Nacht mal geholt. In der Mine, ruckzuck mit dem Bohr, mit dem Dings hier, mit dem Erdbohrer. Hat sich gelohnt. Fast 1000. Ich konnte eine schöne Munition herstellen. Vielleicht mal wieder Munition herstellen können. Mit Messing. Wenn ich alles täusche, habe ich mal den Plan gehabt für Autobauen. Da muss ich mal sehen, ob ich das zusammenkriege, die Teile. Ansonsten die Eisenspikes bauen hier, dass ihr uns nicht ins Haus kommt. Ja, das ist auch so ganz wichtig, ne? So, Lisa, ich bin zu Hause. Ich sag mal von hier aus mal tschüss. Morgen geht's weiter. Ich danke mal fürs Reinschauen und hört und sieht sich dann vielleicht nächste Folge. Tschüss.